Hallo Leute, heute ist der 10.02.2020, morgen ist das Konzert und ich war gerade vorhin duschen, habe schon Mittag gegessen, deswegen sind die Haare schon etwas trockener als letztes Mal. Heute muss ich auf die Lebensmittel, aber erst um 16:30 muss vorher noch was essen, weil ich sonst Hunger bekomme und dann ziemlich krantig werde, wenn ich nichts zu essen habe, weil ich um 5 Uhr mein Abend esse und das so gewöhnt bin. Und dann muss ich zumindest vorher was essen, weil sonst werde ich krantig. Sonst hat sich heute noch nicht viel getan. Also, dass die Volkshilfe da war, ist ja für dieses Wochenende Sturm angesagt. Also, für die Woche ist Sturm angesagt, weil es ja Montag. Und ich hoffe, dass das bis morgen der schlimmste Sturm vorbei ist. Er war ja fürs Wochenende angesagt. Und heute noch. Ich hoffe, dass es morgen in Wien nicht stürmt, weil sonst tun mir meine Eltern leid, die während dem Konzert in Wien spazieren gehen oder was essen gehen oder so. Und das wäre blöd, wenn das Wetter dann ganz schlecht ist, weil es doch 2-3 Stunden dauern würde. Das ist immer mein Konzert. Wenn nicht doch länger, weil die spielen ziemlich lang. Und eine Vorband werden die auch haben. Ich freue mich schon drauf. Bin zwar ziemlich müde, weil ich heute Nacht nicht so gut geschlafen habe. Kerstin hat mir heute schon gratuliert zum Artikel in der Momag, der seit einer Woche draußen ist, per SMS, und die sehe ich am Freitag. Und ja, es gibt momentan nicht viel, ich kann nicht viel erzählen. Am Abend werde ich mal gesprächiger. Es geht mir momentan ganz okay. Das Wetter ist schrecklich, es ist total dunkel. Ich habe auch den ganzen Tag schon die Zimmerlampe brennen. Ich werde mir jetzt dann die Lichttherapie einschalten und ein bisschen Musik hören und den Tag genießen noch bis zur Lebensmittel und nach der Lebensmittel bald schlafen gehen, weil das 2,5 Stunden oder 1,5 Stunden dauert und es dann ich bin relativ spät, bis ich nach Hause komme und werde dann sicher noch müde sein und halt schlafen gehen, weil ich heute schlecht geschlafen habe. Meine Rötungen im Gesicht werden weniger, hier sind sie noch ein bisschen mehr, aber das ist punktuell, also nur so Pünktchen im Gesicht. Aber keine großen Flecken. Auf der Seite bin ich eigentlich momentan recht okay mit der Haut. Ein bisschen gerötet, aber nicht so schlimm. Ich benutze das Polish Choice Zeug schon noch, aber nicht mehr so regelmäßig. Ich glaube, wenn ich es jeden Tag benutzen würde, wäre der Effekt größer. Es würden auch weniger Pickel nachkommen, aber so im Großen und Ganzen bin ich relativ pickelfrei momentan. Und das trägt natürlich auch zu meiner Stimmung bei, weil ich mich wohler fühle in meiner Haut. Und nicht mehr so hässlich.
Und ich finde mich natürlich nicht total hübsch oder so. Da fehlt mir das Selbstbewusstsein für. Ich würde immer noch sagen, ich bin hässlich, aber ich bin ganz so hässlich mit den Pickeln. Aber ich habe halt noch Pickel hier. 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 Und hier. Aber es werden weniger und die Haut wird reiner und das hilft schon mal dem Gemüt etwas, dem Selbstbewusstsein etwas, wenn man reinere Haut ist, hat und nicht so viel Schminke auflegen muss, damit man sich überhaupt irgendwie im Spiegel anschauen kann. Ich kann mich zwar bis jetzt nicht im Spiegel anschauen, weil ich das echt nicht gerne mag und eigentlich immer wegschaue, wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe, weil ich mein Schielen nicht ertrage. Dagegen kann ich aber auch nichts machen, weil ich es nicht operieren lassen kann, weil mein Gehirn das so gewöhnt ist, dass ich so schiele immer mit einem Auge schaue, dass wenn ich das operieren und korrigieren lasse, dass im Hirn nicht mehr zusammenpasst, dass es irrsinnig lang dauern würde bei Erwachsenen, bis das Hirn das wieder umlernt. Ich hätte also dauernd Doppelbilder und das dauert bei Erwachsenen einfach viel zu lange, bis das Hirn das wieder umlernt, wenn es das überhaupt wieder umlernt. Und es wäre nicht hundertprozentig sicher, dann hätte ich immer Doppelbilder und das ist halt auch nicht gut sehen. Und deswegen muss ich jetzt dabei bleiben, dass ich halt Kontaktlinsen trage, weil ich an der Brille vorbeischielen will und mich in der Brille auch nicht wohl fühle. Und dass ich halt immer nur mit einem Auge gucke, weil ich nicht gleichzeitig mit beiden schauen kann. Und dass ich halt stark schiele, aber das ist ja eh schon öfter aufgefallen. Und dagegen kann ich nichts tun. Weil operieren lassen kann ich, wie gesagt, nicht. Meine Eltern sind gerade bei der PH. Es sieht so aus, als würde ich wahrscheinlich keine Mindestsicherung mehr bekommen. Was mich total annervt, weil die Regeln dafür schon wieder geändert worden sind und mein Vater zu viel verdient und meine Mutter bekommt ja noch Notstand. Aber nur noch kurze Zeit, dann fällt sie auch in die Mindestsicherung. Dann kann es sein, dass es wieder weniger ist und sie mir keine Unterhaltspflicht mehr, wenn sie mir keine Unterhalt mehr schuldet. Wenn sie auch meine Sicherung bezieht, aber mein Vater verdient zu viel. Und ich finde das halt total blöd, dass ich jetzt die Mindestsicherung wahrscheinlich nicht mehr bekomme, weil mein Vater überwacht jeden Cent ausgibt. Und es ist halt einfach, die Mindestsicherung, ich habe also bis unter die Hälfte bekommen. 116,08 €. Und jetzt bekomme ich gar nichts mehr. Bekomme ich wahrscheinlich noch 400 € von meinem Vater drauf. Zu dem, was er mir schon zahlt. 500 €. Das ist halt nicht so viel zur freien Verfügung, weil ich muss meine Fixkosten davon auch abbrechen. Rechnen und die 130 oder 120 € die ich von ihm bekommen habe, waren halt für meine Fixkosten und jetzt stockt er das auf 500 € auf. 500 € sind nicht wenig Geld, aber davon muss ich meine Fixkosten wegzahlen und dann, wenn ich was sparen will, noch was zur Seite legen. Ist dann echt schwierig, wenn ich einmal im Monat
mit jeder Assistentin das unternehmen will und trotzdem was zur Seite legen will. Das ist echt hart. Und mit der Mindestsicherung und dem, was mein Vater mir gibt, ist immer das Gleiche, ist und immer 120 Euro oder 130 Euro. Und das würde sich ja besser ausgehen für mich bis jetzt von der Rechnung her. Aber 500 Euro an sich sind nicht wenig Geld, das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde, mir steht halt vom Amt auch was zu. Und sie können nicht verlangen, dass mein Vater für mich arbeiten geht und für mich aufkommt mein Leben lang. Oder anscheinend bis zu meinem 40. Lebensjahr, weil ich eine Behinderung habe und nicht arbeiten kann. Und das finde ich echt unfair. Weil eigentlich redet man immer vom Sozialstaat Österreich. Und da sind wir überhaupt nicht sozial. Es kommen so viele Leute Geld, die arbeiten gehen könnten. Unter anderem auch Ausländer. Ich bin nicht ausländerfeindlich. Versteht das bitte nicht falsch. Aber große Familien beziehen sehr viel Geld und mein Vater verdient zwar gut, aber er sieht es halt auch nicht ein, dass er mir alles finanziert. Und das ist auch ganz klar, dass das so ist. Und ich sehe es auch nicht ein, dass ich kein eigenes Geld habe und über jeden Cent überwacht werde. Und wenn mein Vater mir das Geld gibt, überwacht er es halt schon. Und wenn ich es vom Amt bekomme, kann ich damit machen, was ich will. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Auch wenn er mir jetzt die 500 Euro zugibt und es nicht überwacht oder nicht zu sehr überwacht, was ich damit tue, ist es noch einmal das Geld von meinem Vater. Und wenn wir uns streiten, habe ich gar nichts. Und das Geld vom Amt hätte ich so oder so. Dem Amt kann ich mich zocken, so viel ich will. Ich bekomme das Geld trotzdem. Aber mein Vater kann mir halt den Geldhahn ganz schnell abdrehen, wenn ich zu frech bin oder so. Und meine Fixkosten sind da noch nicht reingerechnet. Ich habe jetzt ca. 160 Euro Fixkosten. Dann bleiben 340 Euro über. 340 Euro für Unternehmungen und dann noch was zur Seite legen. Das ist echt nicht viel. Da bekommen manche Kinder mehr Taschengeld. Wenn sie sich alles selber zahlen müssen. Und also manche Jugendliche und Arbeitende verdienen sowieso nicht. Aber da ich nicht arbeiten kann und auch dafür, dass ich nicht arbeiten kann, kann ich nichts, weil ich nicht daran schuld bin, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin. Und jetzt werde ich trotzdem dafür bestraft vom Amt, weil sie Regelungen einführen, damit jemand wie ich kein Geld bekommt. Obwohl ich geborener Österreicher bin, immer in Österreich gelebt habe, eine Schulausbildung habe, positiv abgeschlossen. Ich war arbeiten 8 Monate oder 10 Monate. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber circa 10 Monate. Und dann wurde die Arbeitsunfähigkeit festgestellt. Es reicht schon, dass mir die Möglichkeit einer Pension verwehrt wird, für mein Leben lang. Und jetzt wollen sie mir auch noch die Hälfte der Mindestsicherung wegnehmen. Ich finde das echt gemein. Und ich frage mich, wo da der Sozialstaat Österreich ist.
App. Und wie das fair sein kann, wenn andere gar nicht arbeiten gehen und könnten aber arbeiten und bekommen die ganze Mindestlohn. Und ich habe ihm mit der Hälfte zu viel gegeben. Und soll ich nicht mal mehr das bekommen. Und ich verstehe nicht, warum mein Vater und meine Mutter immer für mich aufkommen sollen. Ich bin über 18. Meine anderen Geschwister sind ausgezogen. Und ich brauche einfach für das Lernen mit Umgang mit Geld, braucht man mal eigenes Geld. Und ich habe das, glaube ich, die letzten Monate so gut gemanagt, dass ich stolz sein kann auf mich und dass ich gut mit Geld umgehen kann. Natürlich manchmal wird es knapp oder mal eine Rechnung im nächsten Monat, die man im Vormonat zahlen hätte sollen oder so. Aber ich habe nie Schulden gemacht. Ich habe immer meine Kredite zurückgezahlt, ich habe immer meine Rechnungen bezahlt und deswegen verstehe ich nicht, warum man mir jetzt die Mindestsicherung entzieht, sogar die Hälfte, also jetzt die ganze. Und das werde ich. Also das ist für mich so unverständlich. Ich weiß gar nichts anderes im Moment. Das frustriert mich auch. Das macht mich auch fertig, weil ich kann mir den Urlaub in München aufzeichnen, weil mit 340 Euro im Monat brauche ich gar nicht darauf sparen, weil ich keinen einzigen Cent mehr ausgeben darf. Und das ist einfach unfair. Aber ja, so ist Österreich. Achtet nicht auf die, die zurückbleiben und sozial wirklich schwächer sind. Ich meine, mein Vater verdient gut, das stimmt schon, aber und es geht auch keinem was an, was er verdient. Aber er ist nicht immer für mich da. Verantwortlich. Ich kann auch später nicht nur vom weißen Geld leben. Irgendwann brauche ich mehr Geld, sonst muss ich das Haus verkaufen. Das wollen meine Geschwister nicht. Also werde ich als nächstes meine Geschwister aus der Tasche legen. Und womit haben die verdient, dass ich ihnen auf der Tasche lege? Womit gar nichts. Also sie können nichts dafür, dass ich behindert bin. Sie können nichts dafür, dass ich krank bin. Sie können nichts dafür, dass es mich gibt. Und dass sie dann für mich zahlen müssen. Ich kann mein Leben soweit einschränken und alle meine Abonnements und so kündigen. Aber dann habe ich auch keine Unterhaltung mehr und kein soziales Leben mehr. Weil ich mir keinen Kaffee leisten kann, irgendwo, oder mit einer Freundin mal weggehen, oder über einen Film reden, weil ich ihn nicht sehen kann, oder ein Hörbuch, weil ich das Buch nicht lesen kann. Ich müsste das jetzt alles kündigen, damit ich meine Mindestausgaben so klein wie möglich halte. Und dann hoffen, dass ich mit dem Geld, was überbleibt, über die Runden komme und da noch was Zeit legen kann und sparen kann. Und das ist einfach unfair. Ich weiß nicht, was ich dem Staat Österreich getan habe, damit ich das verdiene, dass man mir jetzt sogar die Hälfte der Mindestsicherung streicht. Eine Hälfte, die ich bekommen habe. Und dass sie das alles auf meine Eltern schieben. Ich meine, mein Vater kann froh sein, dass er so eine gute Ausbildung hat
und so viel Geld verdient in seiner Arbeit, weil sonst hätte er sich hier keine Trainings leisten können und kein behindertes Kind. Ein normaler Tischler oder Maurer kann sich hier kein behindertes Kind leisten. Meine Mutter musste jetzt hier ankämpfen, damit sie irgendwas bekommt dafür, dass sie nicht für mich gehört. Meine Eltern könnten mich genauso gut ins Heim geben und drauf scheißen, was mit mir ist. Und es wäre, ich wäre wieder dem Staat, liege dem Staat auf der Kasse sozusagen, weil sie für den Heimplatz aufkommen müssen und für meine Versorgung. Und das machen jetzt meine Eltern. Die zahlen relativ viel aufs Spielfeld drauf. Und das machen sie gerne für mich. Aber ich verstehe nicht, warum ich kein eigenes Geld bekomme. Und warum das jetzt wieder so ein Problem ist. Mit jeder Verbesserung des Systems machen sie es für mich schlechter. Und für andere, denen es genauso geht. Ich weiß nicht, wo da die Gerechtigkeit ist. Aber 21 Minuten.